Kann ich tauschen? Nee. Ich bin Annalena und ich bin auch im Schulgartenprojekt. Hallo, ich bin Bruno Suhr. Ich finde den Schulgarten ein sehr tolles Projekt und wir tragen sehr viel zu der Nachhaltigkeit bei. Ich bin Maximilian und wir sind hier im Schulgarten. Es ist sehr abwechslungsreich, wenn man mal draußen ist und nicht immer in der Schule hocken muss und rumsitzen muss. Ich habe mich halt hierfür entschieden, weil ich es halt schön finde, im Sommer so ein bisschen draußen zu sein und nicht immer im Schulgebäude oder in der Schule dann sitzen zu müssen und dann im Unterricht. Wir sind hier im Gewächshaus, das wir auch selber gebaut haben. Es war ein Projekt von unserer Schülerfirma. Also die Erfahrung beim Gewächshaus mitzumachen für mich war sehr toll. Es war ein sehr langes Projekt und ich fand es sehr interessant, die verschiedenen Schritte zu sehen, wie man das aufbaut, das Gewächshaus. Also von der Skizze bis hin, dass es jetzt da steht, das fand ich sehr interessant. Haben wir auch ein Gewächshaus gebaut, also da haben wir auch mit den Prinzessinnengärten zusammen kooperiert. Ich wollte teilnehmen, weil ich auch aus dem Schulgarten noch was machen wollte. Schön, wenn man immer gesehen hat, wie es dann immer schöner wurde oder auch, wir haben so schöne Tulpen gepflanzt und es sieht jetzt einfach schön aus und es macht halt auch Spaß, hier einfach zu arbeiten. Das Wichtigste an diesem Projekt ist für mich auf jeden Fall, dass wir halt viel erreicht haben, halt auch, dass wir selber was erreicht haben. Unser neues Projekt ist noch die Schulgartenfirma, die Schulgarten Corporation. Im Schulgarten, das ist jetzt eine Schülerfirma, haben wir aufgebaut, die 1024. Das ist sehr abwechslungsreich, weil wir machen verschiedene Projekte, machen wir manchmal Pesto mit unserem eigenen Basilikum. Weil man lernt hier halt nicht nur was darüber, wie man Basilikum pflanzt oder sonst irgendwelche Früchte oder Gewürze, sondern auch darüber, wie man das verkauft oder wie man gut dafür Werbung macht. Wir haben zum Beispiel auch mal ein Café gehabt, wo wir dann unsere selbstgemachten Projekte, zum Beispiel auch das Brot, verkaufen, was aus dem Lehmbackofen kommt. Den Ofen finde ich aber auf der anderen Seite wiederum halt auch sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn wir hatten hier so schwedische Lehrer, die sich unser Projekt auch angeguckt haben. Die sind extra hier nach Deutschland gekommen. Ich sehr interessiert bin am Kochen vor allem im Lehmbackofen. Da haben wir Brot gemacht, da haben wir schwedische Zimtrollen gemacht und sehr viele verschiedene Sachen. Ich bin der Meinung, es ist schon ein großes Projekt, mit dem sich die Schule schmücken kann. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein Projekt für andere Schulen sein könnte. Ich würde es total empfehlen, dieses Projekt an anderen Schulen zu machen. Das verändert die Schule auch, also so einen Garten hier zu haben, das ist schon ziemlich schön. Also ich hoffe, dass es hier noch eine Zukunft hat und das nicht mit uns endet, wenn wir gehen, sondern dass andere Schüler das auch weitermachen und dass der Schulgarten immer besser wird und noch mehr Projekte machen werden. Wir haben jetzt die Firma aufgebaut und es wäre schon toll, wenn die auch weitergemacht wird und dass man die immer versucht, noch höher zu pushen, dass das eine bessere Firma wird. Und es wäre auf jeden Fall toll, wenn das immer weitergeht. Denn es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun im Garten und lernen andere Dinge, die aber auch total wichtig sind fürs Leben. We get up, move ourselves to move something.
What are we fighting for? What are we fighting for? What are we living for? What do we really need? Am I both if you're married? Am I both if you're happy? Am I both if you're in this your brand new world that you built for me? Am I both if you're Irish? Are with me life so full of technology? Am I both if you're Irish?